Talk Talk Show. Woo, yeah! Jetzt folgt die Talkshow mit Erich Watzel und Judy. Juhu! Guten Abend, liebe Leute. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Meine Gäste heute heißen, das ist die Lisa, die Petra und die Anna. Und hier haben wir den Vizebürgermeister von Linz, den Erich. Wir beginnen auch heute natürlich sofort wieder mit der ersten Frage. Bitte, Lisa. War Vizebürgermeister schon immer dein ursprünglicher Traumberuf? Nein, ich wollte Pilot werden, habe mich auch beworben als Pilot und damals, vor Jahrzehnten mittlerweile, hat man sogenannte Vorselektionen machen müssen. Bis zur 6. bin ich gekommen, dann bin ich ausgeschieden. Und wie war das dann, was hast du dann drauf gemacht? Na, ich habe HTL gemacht und 1986 bin ich gefragt worden, ob ich ins Büro des damaligen Landeshauptmanns Josef Ratzenböck als Sekretär gehen möchte. Und seit 2003 bin ich in Linz Vizebürgermeister. Dankeschön. Eine nächste Frage bitte von dir, Petra. Hast du auch Zeit für Familie? Leider viel zu wenig. Meine Frau Ursula und ich haben zwei Kinder. Die Katharine ist 13 Jahre und der Paul ist 16 Jahre. Ich bemühe mich zum Wochenende entweder den Samstag noch lieber den Sonntag sozusagen für die Familie zu reservieren. Das gelingt sehr oft, aber nicht immer. Das ist, nehme ich an, Politikerschicksal. Das ist das Schicksal einer Familie, die mit einem Politiker verheiratet ist, gewissermaßen. Na gut, Anna, bitte deine Frage. Sind deine Kinder auch bei der Jungschau? Ja, also beide waren Ministranten, der Paul und die Katharina, und waren beide bei der Jungschau und haben jetzt dann und wann, ich würde sagen so, eine freundschaftliche, lose Beziehung zur Jungschau. Ich bin in der neuen Heimat zu Hause und da ist unsere Pfarre, die Pfarre Guter Hirte. Eine Frage von mir, und zwar, du bist der Hauptverantwortliche für die Kulturhauptstadt 09, habe ich das richtig verstanden? Können Sie etwas sagen, kannst du etwas sagen, wie es dir damit geht, ob es bis jetzt gut läuft, was dir vielleicht am besten gefallen hat bis jetzt? Es läuft gut, es läuft sehr gut. Von den ungefähr 220 Projekten, die abgewickelt werden, gibt es große sogenannte Highlights. Derzeit, ob das der Höhenrausch ist, wo über den Dächern von Linz, also ein außergewöhnlicher Platz, Kunstobjekte gezeigt werden. Das Riesenrad lockt gewissermaßen jung wie ältere. Mhm. Das gehört natürlich zu den Highlights und ist auch ein Projekt, das mich persönlich sehr gut anspricht. Es sind aber auch kleinere Projekte, die aber in der Wirkung Großartiges bewegen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt I Like to Move It, Move It, wo insgesamt 100 Schulen eingebunden sind, in Summe, wie gesagt, rund 100, die in der Schule mit Theatermachern, mit Dramaturginnen Theaterinszenierungen gemacht haben oder in Workshops das Thema Theater in die Schule transferiert wird. Und die Jugendlichen sind unheimlich begeistert. Alle. Also finde ich kenne fast keinen Menschen, der nicht gerne Theater spielt. Den Politikern sagt man dann und wann noch, sie sind Theaterspieler. Ja? Und du brauchst natürlich auch für Politik gewissermaßen Anlagen, die es erlauben, eine Botschaft zu vermitteln. Also die Gestik, das Augenspiel, die Sprache, Stimmbildung und, und. Also es gehört natürlich auch zum Politiker-Dasein dazu, dass man etwas Theater spielt, was nicht heißen soll, man gaukelt den Menschen etwas vor. Mhm. Na gut, wir haben noch eine Frage von dir, Petra. Mosaik ist zwar toll, aber bekommst du nicht Beschwerden, dass wir so lange brauchen zum Überqueren der Straße? Wegen Musik oder? Ja, wegen dem Mosaik. Also man sieht ja schon seit Tagen die Kinderscharen durch die Stadt laufen. Also ich habe noch keine einzige Beschwerde bekommen. Und würde ich eine bekommen, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann würde ich
einfach als Antwort geben, sind wir doch froh, dass junge Menschen in unserer Stadt sind, die auch einfach, weil sie unterwegs sind, da oder dort für eine freundliche, eine sympathische Blockade Sorge tragen. Ja, ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, denn die Talkshow ist hiermit vorbei. Tschüss und bis morgen. Servus. Aloha. Tag. Buongiorno. Bonjour. Und grüß euch gut zur MIP. Fangen wir an mit dem Rückblick von gestern aus dem Mariendom. Viel Spaß und Ave Maria. Rückblick von gestern.